Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge 7 Days to Die. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Hallöchen. So, wir wollten ja, also erstmal, ich habe ja Punkte. Habe ich Punkte? Auch drei an der Zahl. Ich könnte jetzt auch Arzt lernen. Ich lerne erstmal Ingenieur und primär Hauptader, damit ich so viel wie möglich abbaue. Das ging jetzt aber schnell. Hast du die Pflanzen draußen gedüngt, Jasmin? Ich muss hier mal ein bisschen umbuscheln. Dann gehe ich davon aus, du warst nicht düngen. So, wir sammeln jetzt mal ein bisschen Holz. Wir reparieren mal ein bisschen Axt. Ich habe keinen Stein. Ich kann auch mit der Axt keinen Stein abbauen. Ich bin Tierfreund. Wo ist mein... Achso, ja. Das Hähnchen, das nächste, schmeckt ein bisschen eisenhaltig, ja? So. Wir können ja mal da drüben reingucken. Ah, wir brauchen Bücher. Bücher. Und einen Stein. So. Bücher. Ja. Wir müssen uns weiterbilden. Hier ist jemand auf dem Dixie. Ist da. Ich hoffe, da ist kein Loch irgendwie in der Wand. Rostiges Fass. Oh, ja, bitte. Oh, Schmerztabletten, endlich. Mir brummt schon die ganze Zeit der Schädel. So. Haben wir's. Hab's halbwegs geschafft. J. Das ist ein Akt, ey. Was denn? Wenn ich überlege, was ich alles schon erlebt habe in der Zeit, wo du da... Dein Dach gebaut hast. Hab das ja sonst nie gemacht. Oh ja, hier ist was los. So, wollen wir mal schauen, ob hier guter Loot ist, hä? Wo bist du denn jetzt? Das ist so eine Art Raffinerie oder so? Silo? Silo? Ja. Ey, ganz ehrlich, ich habe ein bisschen Schiss, hier rauszugehen. Das blinkt rot da unten. Ich will da nicht reinfallen. Kommt ihr hier rüber? Oh, ich hab schon wieder Durst. Ich hänge hier fest. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Ich krieg keine Ausdauer. Ich krieg keine... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich stehe vor einer Kante. Echt Schiss hier, ey. Ja, ich gerade auch. Ich habe gedacht, die haut den einen von Latz, die fallen einfach runter, weißt du? Hä? Nix haben sie gemacht. Standhaft sind sie geblieben. Die Bauarbeiter haben es in sich. Wir sind körperliches Leid gewohnt. Ihr
jetzt schon Ware, wie du deine Werkstatt mit Schmieden, Werkbänken, Zementmischern. Ich muss noch zwei Bücher finden. So, wie kommen wir denn da unten rein? Das sieht ja interessant aus, hä? Hm? Oh. Hä? Hm? Oh. Ach so, falscher Alarm, Jasmin. Ja, warum? Ne, ist doch nicht so interessant da unten. Da ist nix. Ist nicht? Nö. Ein Trecker. Leben. Aber auch kein Baumstamm. Doch, da. Oh. Der lebensrettende Honig. Einer davon. Ich habe jetzt 30% Durchfall. Du bist dabei beim Klassentreffen am 5.7. Oh. Das ja, ich habe 30% Dünnpfiff jetzt. Ich habe rohes Fleisch gegessen. Ich wollte mal gucken, wie weit das gegenwirkt. Um Ausdauer herzustellen, aber nö. Wenn hier kein Honig drin ist. Und? Es war kein Honig drin. Oh, hier ist ein Polizeiauto. Wollen wir das knacken? Da ist Munition drin. Ja, mach mal. Sag mal Bescheid, wenn du Hilfe brauchst dann beim Tragen. Ja, kannst du mir helfen beim Aufmachen? Ja, schon? Wenn du fertig bist. Nee, das Aufmachen kannst du schön alleine machen. Bräuchten wir Dietrich hier? Vielleicht ist mit Dietrich lautlos. Wahrscheinlich. Hält. Danke. Aha. Oh. Au! Wovon? Toll. Sehr toll. Toll gemacht. Toll. Ja. Was? Ich bin tot? Fett brauchte ich da nochmal. Ich will das nicht mehr. Oh, ein. Haha, habe ich sogar noch. Ich habe diese Schlange nicht gesehen. Mhm. Ich habe sie weder gesehen noch gehört. Naja, hier, guck mal. Naja, so. Ja. Du bist angepisst hier. Scheiß Spiel und scheiß Apokalypse. Und scheiß Manfred. So. Jetzt geht's mir besser.
Aber ich finde das Spiel, also es kommt mir irgendwie schwerer vor. Was ist das denn hier? Aber ich finde, das ist mit dem Update echt geil geworden. Hm. Du bist wertlos. Auch. Ich meinte meine Stufe 2 Schaufel, weil ich eine Stufe 3 habe. Hast du auch eine Stufe 3 Schaufel? Also ich will ja nicht angeben oder nee, so. Nee, ich habe nur 2. Na, ich bin ja ganz dezent, aber Leute mit Stufe 2 Schaufeln. Ach, kannst du in der Öffentlichkeit jetzt immer so 3-4 Meter hinter mir gehen? Ein Fressbrett, ey. Ist mir peinlich. Du bist mir peinlich. Das kann ich verstehen. Ah. Ich würde mich auch nicht mit mir sehen lassen. Du stinkst. Ich bin dumm. Die stinke. Du stinkst. Bauplan beschwerter Kopf. Mod. Okay. Okay. Kann man ja mal lernen, ne? Kann man ja mal lernen, ne? Mir fehlt jetzt nur noch ein Forge-Ahead-Buch, damit wir die Schmiede bauen können. Jo. Also konzentrier dich. Crazy. Ich. Ich gammel hier nach Hause. Ich trau mich einfach noch nicht raus. Du wartest jetzt einfach, bis ich die ganzen Truhen mit Munition, Rüstung und Co. gefüllt habe und dann kommst du mit, ne? Ich muss einmal sterben, weil ich verdurste. Und ich möchte nicht irgendwo am Arsch der Welt sein. Wegen meinem Rucksack. Hat mich jetzt kurzzeitig überrascht. Außerdem bin ich immer vorsichtig bei dem Spiel. Ja, ich auch. Ja, ja. Genau, wird neblig, siehst du? Und deswegen bleib ich zu Hause. Einen Dietrich. Ich werde den am Polizeiauto probieren. Ist aber keine Mühe geben mit dem Geländer hier. Wieso? So schnieke. Findste? Ja, zweckmäßig, ne? Back. Oh Gott, geht's los. Jetzt geht's los. Hat er gesehen? Das hat er nicht kommen sehen. Ha. Lass er sich zweimal durch den Kopf gehen. Aha. Welcher Kopf? Das war schon so. Nein. Oh, drei Bücher. Ja, entspann dich. Komm mal runter, Bruder. Bruder. Das kann nicht. Ich habe ich jetzt noch verbannt? Ich muss rauslaufen. Bruder. Also ich werde es überleben, aber... Vielleicht. Handyland verbessert die Fertigkeiten von Reparaturwerkzeugen. Möchtest du das lernen oder soll ich? Ja, kannst du mir geben. Du brauchst ja nicht alles lernen, ne? Du könntest ja auch auf Loot-Touren Bücher suchen. Ja, ich habe aber erstmal mein Gewächshaus fertig gemacht. Nein, ich bringe dir das mit. Ah, ich hätte dir. Ah, Mist, ich habe jetzt das Ernteding gelernt, ne? Keine Ahnung, was du gelernt hast. Weil du hast ja die letzte Staffel immer die Reparaturkits gemacht, deswegen dachte ich da. Ey, die kannst du so doch auch machen. Ja, aber die sind dann verbessert. Oh Gott. Ja. Da kannst du mit einem Reparaturkit 8 Reparaturkit-Tätigkeiten reparieren. Mhm. Ja, genau, das hat sie gehört.
Hier bin ich gnädigste. Sie hat High Ground. Ha, wir haben die Seiten getauscht. Stürz nicht die Treppe runter, Liebes. Bin hier schon extra leise sneaky unterwegs, ne? Aber... eine nerdige Brille. Ist voll das schöne Haus. Oh, Kacke. Der Holzschreibtisch ist unberührt. Naja. In unserer Bude ist es neblig. Ja, hier auch. Ist nicht gut gedämmt. Oder isoliert. Isoliert. Isofix. Nicht isoliert. Isoliert. Das war einfach nur Ostdeutsch. Isoliert. Mhm. Wenn wir nicht schnell genug sind, isoliert. Könnte man denken. Nee. Oh, ich habe wieder Bücher gefunden. Bücher. Taktik, verbesserte Sturmgewehre. Ich denke da sowieso nicht dran. Vielleicht denkt was? Jasmin dran, mir eine Rüstungsmod zu machen. Eine Tasche. Nö. Wenn ich ihr das Buch mitbringe. Vielleicht auch nicht. Vielleicht sammle ich nur die Punkte ein. Haha. Brennender Schaftmod. Da sind wir doch unentschieden, wer das lernen soll, wa? Mir doch egal. Ey. Wie lange braucht die denn, um hier mal zu holen? So. Auch nur noch ein Buch für die Schmiede. Klopf, klopf. Anybody in the room? Oh. Oh yes. 1, 2, 3. Klippo, ich hab ein bisschen Hunger. So. Baller mir die Energie rein. Einer ist doch hier noch. Er ist nicht bei mir. Ah, so viel Munition und nicht eine Waffe dafür. Das ist ja blöd. Modern Toilet. Aber ich habe hier noch eine versiegelte Versandkiste. Mache ich ja auch immer.
So, jetzt können wir hier hinten nochmal. Das, da war ich doch schon, ne? Oh, habe ich gar nicht bemerkt. Er baut hier schon wieder so ein Modest oder was? Da bist du, du Schlingel. Hab dich schon gesucht. Oh. Ach so, das ist ja... Ich passe da nicht durch, Jasmin. Bin gleich weg. Ich kann nicht mal mehr hauen. Ich bin bei 0. Oh. Ausdauer. Gesundheit 68. Ja, wo können wir denn noch unsere letzte, unser letztes Büchlein herholen? Das blaue Haus? Wie alt warst du nochmal? 12. 12. 12. 12. Warte mal. Nachtbürsch. Okay. Ich bin jetzt bei Wetz-Residenz, ne? Das ist schön. Habe ich noch ist Nahrung? Das Haus irgendwie cool, ey. Ja, ich habe Durchfallfleisch. Eine gute Wahl erstmal. Durchfallfleisch? Ja, jeder das, was er verdient. Wohl bekommt's. Ach, dich habe ich gar nicht gesehen. Wieso schläfst du nicht auf der Couch? Ist doch schon viel bequemer, oder? Oh. Habt ihr eine Männerrunde gemacht? Warte, Bob. Ich brauche Ausdauer. Okay. Warte. So, jetzt warten. Und jetzt. Bob und ich haben gespielt, die Reise nach Jerusalem. Hier gibt es nichts zu futtern in der Bude, doch eine Kartoffel. Ja. So. Was haben wir denn hier im Klo, Jasmin? Trübes Wasser. Mmh. Oh, das lasse ich mir sowas vom Munden. Herrlich. Der Mund. Warum so stürmisch? Oh. Warte. Hier drin ist nichts mehr. Das ist aber ärgerlich. Oh. Ach, wie lange dauert das dann, bis ich sterbe, ey? Oh nein. Oh doch. Wie lange haben wir jetzt gespielt, die Runde schon? 24 Minuten erst. Oh. Bist du kaputt? Ja, du bist ganz schön müde. Ist in dem Müll was drin? Warte mal, hier ist ein... Ja, ich warte, wo soll ich laufen?
Warte mal, Jasmin, bleib mal stehen. Lauf nicht weg. Ich liege. Also, halb. Was? Denk, du bist an der Basis im Gange. Nee, ich warte, bis ich sterbe, weil ich kann gar nichts mehr machen. Stimme, die haut weg. Nicht mehr. Mein Ton ist weg? Nein. Das ist nicht dein Ernst. Also, mein da? Spiel ist auch... Ihr könnt es noch hören. Echt? Aber ich nicht. Jetzt höre ich dich wieder. Was sagst du? Ja, dich hat man übrigens durchgehend gehört. Wieso, hast du über mich abgekackt? Ja. Wirklich, ich habe hier Maschinengewehrteile. Ich wollte doch nur noch ein Buch. Ist das zu viel verlangt? Oh. Ich wusste nicht, dass er Rücken hat. Ja, Contenance, Jasmin. Du bist generell ganz schön schwach. Ich meine, guck dir deine dünnen Ärmchen an. Ja gut, du hast früher auf Sport 1 LKWs gezogen, aber das zählt heute nicht mehr. Nein. Was heißt denn hier schon wieder tot? Nee, ich... Oh Gott, ich stehe vor so schweren Entscheidungen. Du musst weiter nackt rumlaufen. Da kommt Munition rein. Und ich lerne noch eine Mod. Muss dir selber eine suchen. Das tat gut. Nur so. Eine nerdige Brille reicht für uns. Ich könnte dir einen Stufe 1 Bogen mitbringen, wenn du willst. Ich hab dir ersten Stufe 2 Gewehr gegeben. Kann ich eigentlich 24? Ich hüpf mal ein bisschen. Hopsala, hopsasa. Der grüne Kobold ist hier. Oh Gott, das ist ja brutal. Ah, verdammt. So, waren wir denn hier unten überall schon? Ja, er kam da rein, wo wir auch reinkamen. Denn hat das mit der Schmiede immer noch nicht funktioniert. Was natürlich ganz gut ist, du bist ein guter Anhaltspunkt, in welche Richtung ich mich drehen muss, wenn ich Richtung Basis möchte. Bin auch schon auf dem Rückweg, ne?
brauchst jetzt keine Angst mehr haben. Ja, gerne, gerne. Ja, dein Fleiß ist atemberaubend. Kann die Bücher stacken? Aber dann kann ich dich ja gar nicht mehr kritisieren, dass du nicht mitkommst. Kann ich ja gar nicht mehr behaupten, dass ich die ganze Arbeit alleine mache. Naja, wir haben das Schild ja nicht wirklich ausprobiert, ne? Jetzt habe ich mich häuslich schon eingerichtet und ich bin Gewohnheitsmensch, ja? Ich nee, ich bin es jetzt mittlerweile gewohnt, in einem Haus zu leben. Ja, so ist das halt, ne? Ja, ich bin minimal überladen. Aber nur 18. Und hallo, Jasmin. Oh, das ist ja herrlich, wenn man hier mit dem Gesicht so einmal durch die Pilze wuschelt. So. Wieso kannst du die nicht ernten? Ach so. Hey! Wehr dich, du Holzkopf! Du kannst einen Bogen spannen, aber nicht mal mehr schlagen? Möchtest du das hier lernen? Ja. Und dann lern doch noch mal die drei hier. Und das. Hast du alle gelernt, ne? Und dann habe ich noch das hier für dich. Hab ich überhaupt einen Helm? Ja. Dann kannst du noch das hier haben, dann sammelst du schneller Punkte, um schneller zu leveln. Und das war's, mehr habe ich für dich nicht. Bitteschön. So, ich muss einmal ein bisschen aufräumen hier, ne? Grün ist deine Nahrung. Wenn du Hunger hast, schrumpft die. Blau ist Trinken und lila ist Ausdauer. Rechts neben Grün. Ja. Reserve. Mehr geht da nicht. Da fehlt ein bisschen Holz in der Hütte. So. Der kommt hier mit rein. Jetzt habe ich das Polizeiauto mit meinem einen Dietrich gar nicht ausprobiert.
Aber ich lasse den in die Tasche. Der hat Föhn noch. Okay, die gehen wir erstmal nicht hin. Beinschiene habe ich noch nicht. Brustpanzer könnte das rein. Den Buschpanzer, den können wir modifizieren, indem wir da nochmal eine Mod reinstecken. Geil. Wunderbar, dann haben wir das nämlich auch noch weg. Hast du hier gemacht jetzt? Zwei Beete. Kürbis, Mais. Alles klärchen. So, dann würde ich sagen, das war's von uns für heute. Ich hoffe, ihr seid morgen wieder mit dabei. Es geht weiter. Mal gucken. Wir nähern uns ja langsam dem Blutmond. Ja, ist mir nämlich auch gerade eingefallen. Wir müssen hier noch ein bisschen vorbereiten. Und halt mehr looten, ne? Wir haben immer noch keine Schmiede. Immer noch gesperrt. So, warte mal. Ich hab grad Hunger. Ja, du Kochmeister, du kannst mal die Steaks verbraten. Siehst denn du aus? Oh, alles gut. Siehst aus wie Puck die Stubenfliege. Ja, du könntest mal die Steaks machen, hier aus der Kiste. Hier oben an der Decke. Vielleicht Speck mit Eiern oder sowas. Weil du skillst ja die ganze Zeit deine Kochskills. Ja. Ach so. Und du brauchst Wasser. Okay, Wasser haben wir nicht viel. Ja, ich habe auch den Filter noch nicht gefunden. Naja, gut, ja, vielleicht hat der Händler den. Jetons einstecken, dran denken. Das. Das wird nicht reichen. Ich, wenn ich mich kaputt lache, während ich kaum Luft kriege. Na gut, das war's heute für uns. Von uns, so. Von uns für euch. Morgen sind wir wieder da. Ich hoffe, ihr auch. Wir würden uns freuen. Bis dahin, mach's gut. Ciao.